誰が相手だろうと全力だぜ。Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Tabletennis Gamer. Herzlich willkommen zu einem neuen Charaktervideo und zwar einem Charaktervideo zu dem, den wir wohl alle kennen, Sion. Sion heißt er. Der gute alte, ja, der Hauptcharakter dieses Spiels, also um den kommt man einfach nicht drum rum in dem Spiel. Und ihr seht, bei dem ist schon ein bisschen mehr voll hier. Ja, ich habe mit dem schon ein bisschen mehr gespielt natürlich auch. Und ja, deswegen sind auch fast alle Runen voll. Es fehlt da noch ein bisschen was, wie ihr seht hier. Ein bisschen was fehlt noch, nicht mehr allzu viel. Ja, bei ihm, um hier die Runen voll zu kriegen, da ist so eine kleine kliftige Stelle, ist hier das, nee, Moment, nicht da, wo ist es denn? Ist es hier überhaupt drin oder kommt es erst? Ne, genau, hier haben wir es zum Beispiel, ganz oben. Darius Notat, ja, das ist das Schild von Darius oder Darius. Und ja, daran zu kommen ist relativ schwierig. Ah ne, Moment, jetzt bin ich bei ihr. Ist relativ schwierig, hier sehen wir auch, hier braucht man das nämlich auch für. Ja, damit man da reinkommt, hier dann braucht man es nicht mehr. Aber ja, das ist halt so ein bisschen schwierig, da ranzukommen. Und hier sehen wir auch, da fehlen jetzt noch ein paar andere Sachen auch. Genau, aber das ist die Schwierigkeit, da ranzukommen. Ich zeige euch jetzt gleich, werde ich euch auch noch zeigen, wie man da am besten rankommt. Gucken wir uns erstmal noch die Stats an. Er ist Level 99 bei mir, das heißt, das sind die absoluten Stats. Eine Kraft von 80 ist nicht schlecht, es gibt Charakter aber mehr. Der höchste Charakter ist, glaube ich, Kamida. Kamida heißt sie, glaube ich, mit 105 in der Stärke. Also ist nicht so schlecht, ja. Und ja, hier haben wir die Erklärung und so, das brauchen wir eigentlich nicht. Buki als Waffe, und das hier ist jetzt der einzige Charakter, den ich bisher so habe. Das ist die stärkste Waffe, die man bekommen kann im Spiel, eine der stärksten Waffen. Und zwar ist die, es gibt ein paar Charaktere, das habe ich glaube ich schon mal erklärt in einem anderen Video, die diese Waffe von 240 bekommen können. Und das kann man machen, indem man, also hier seht ihr das erstmal, 240, die hat normalerweise 80, die bekommt man beim Mana-Baum und normalerweise hat die eine Stärke von 80, aber wenn man in den Runen hier das letzte freischaltet, dann kann man die wirkliche Kraft dieser Waffe freischalten, die dann eben eine wirkliche Kraft von 240 hat. Und ja, das geht, indem man das hier, die letzte Rune dafür macht. Und an dieses goldene Material da oben zu kommen, das ist ein bisschen schwierig, da muss man im History Mode ziemlich weit spielen, aber ja. Ne? So ist das. Genau. Das soweit zu Sion. Jetzt gehen wir kurz in den History Mode rein und ich zeige euch, wo man die Darius Schilde bekommt. Und zwar bekommt man die hier. Ja, beim Darius. Es gibt auch ein Level im Story Mode, im normalen Story Mode, wo man ein Schild bekommen kann pro Kampf, maximal zwei. Aber hier, in diesem Level, das ist ein sehr schwieriges Level, das ist letztes Level vom History Mode, aber wenn ihr da seid, bekommt ihr 5 bis 6 Schilder pro Spiel. Ja, und das ist schon echt viel. Das ist schon echt viel. Wenn man gut ist, kann man das in 15 Minuten schaffen, das Level. Und ja, da könnt ihr dann die Schilder farmen, aber man muss halt bis ganz am Ende warten. Nun gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal an, wie der im Kampf aussieht. So, da sind wir dann auch gleich direkt im Spiel dran. Natürlich jetzt mega starke Waffe, Level 99. Da wisst ihr natürlich, was abgeht. Ja, und eigentlich die Leute, die ihn spielen, ja, sag mal, ihr wisst ganz genau, ja, was der für Fähigkeiten hat, was der kann, weil er ist einer der Hauptcharaktere, also den muss man auf jeden Fall spielen, sonst kommt man im Spiel nicht durch. Ja, auf jeden Fall wollte ich es euch einfach nur nochmal zeigen, ja, damit ich hier meine Charakterserie auch komplett habe. So, wir haben jetzt zum Beispiel die A-Attacke, die kennt ihr wahrscheinlich auch schon, da geht ordentlich ab mit ihm. Er macht einfach rein, zack, mein Gott, wie oft habe ich diese Attacke bei ihm schon gesehen, wirklich unzählige Male habe ich die schon gesehen, aber okay. So, und ja, dann gehen wir hier hoch und mal gucken, ob wir noch den blauen Saft, nicht den grünen Saft, wie ich ihn früher immer getrunken habe, vielleicht erinnert sich noch jemand dran, sondern den blauen Saft kriegen wir jetzt, ah doch, guck mal, da ist sowas Blaues. So, dann machen wir nochmal mit R und ja, jetzt sind wir in diesem Berserker-Modus hier sozusagen, erwecken heißt das Ganze. Wo ist denn denn noch ein Gegner? Ach, guck mal, da ist noch einer, zack. Der ist auch weg. Also wir brauchen ja jetzt hier nicht viel. Ach nein, jetzt habe ich das eingesammelt. Jetzt habe ich noch ein bisschen länger die R-Attacke. Ja, kann man jetzt nichts machen. Gehen wir einfach mal durch. Oh, was haben wir denn da hinten für einen Schnuggelbubbel? Komm mal her, du Kleiner. Komm mal her, ihr kleinen Schnuggel. Ach, da habe ich schon wieder was eingesammelt. Ach, guck mal, da kommt es dauernd raus. Ja, wir warten jetzt einfach mal ab, bis die Leiste runtergelaufen ist, würde ich sagen. Damit wir nochmal die etwas speziellere A-Attacke, beziehungsweise die Berserker-Erweckens-Mega-Attacke von ihm sehen. Ja, selbst wenn die uns hauen, die können uns eigentlich gar nichts. Aber ach so, jetzt kommen die anderen Charaktere wieder dazu, ja. Da sehen wir, Tiamon da ist gespawnt. Ja, das ist halt auch relativ witzlos hier. Sie ist nicht ganz so schnell platt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, naja, immer noch schnell genug. Da ist sie weg. So, und jetzt gleich sollte dann die R-Attacke kommen.
Ja, sie hätte nicht damit gerechnet, dass wir sie besiegen. Okay, und jetzt, da sehen wir es. Der Balken am Ende und da kommt nochmal die etwas veränderte Attacke. Ja, und das wäre es dann auch schon soweit zu Shion. Ich denke, ihr kennt ihn alle. Ich denke, ihr wisst, was er kann. Und jo, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Charaktervorstellung. Euer Table Tennis Gamer. Tschüss.